Ist es ein Tablet? Ist es ein Smart Display? Das Lenovo Yoga Smart App soll beides sein. Eine neue Funktion für den Google Assistant macht es möglich. Was es taugt, verrät der Test. Das Lenovo Yoga Smart App ist kein Tablet wie jedes andere. Über den Kickstand lässt sich das Tablet aufstellen oder sogar an die Wand hängen. Diese Flexibilität kommt nicht von ungefähr. Das Smart App ist eines der ersten Android-Tablets, auf denen der Google Assistant im sogenannten Ambient-Modus verfügbar ist. Die Idee dahinter ist clever. Wird das Tablet aufgeladen oder klappt der Nutzer den Standfuß aus, wechselt das Gerät in den Spezialmodus. Im Sperrbildschirm zeigt das Smart App dann auf den Nutzer zugeschnittene Informationen zum Arbeitsweg, zu anstehenden Terminen oder Bilder aus Google Fotos an. Auf das Kommando OK Google spitzt das Tablet die Ohren. Drei Mikrofone sorgen dafür, dass der Google Assistant den Nutzer auch von der anderen Seite des Raumes gut versteht. Nervig wird es erst, wenn das Smart App nach einer Anfrage an den Assistant verlangt, das Display zu entsperren. Dieses digitale Sicherheitsnetz soll verhindern, dass Fremde über den Google-Assistenten an sensible Informationen gelangen. Damit Nutzer nicht jedes Mal den Code zum Entsperren des Bildschirms eingeben müssen, hat Lenovo eine Gesichtserkennung eingebaut. Die funktioniert zwar sehr schnell, ließ sich im Testlabor aber mit einer Puppe einfach austricksen und bleibt deshalb besser abgeschaltet. Steht das Smart App gerade nicht in der Küche oder im Wohnzimmer, gefällt es als Tablet. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und fühlt sich hochwertig an. Auch die exotische Bauform hat Vorteile. Durch die Wulst misst das Smart App an der dicksten Stelle zwar rund 2,5 cm und damit mehr als drei aufeinander gestapelte iPads. Dafür lässt es sich an eben jener Rolle trotz des 10 Zoll großen Bildschirms bequem in einer Hand halten. Starke Finger brauchen Nutzer lediglich beim Standfuß. Der lässt sich nach einem Knopfdruck ausklappen, ist etwas schwergängig. Alles in allem kann sich das Smart App für rund 300 Euro aber sehr gut sehen lassen. Das Display punktet mit hoher Auflösung und Farbtreue und hohen Kontrasten. Abzüge gibt es allerdings für die Bildschirmhelligkeit. Auch die glänzende Oberfläche trübt den Spaß. Im Inneren kommt mit dem Snapdragon 439 von Qualcomm nicht der schnellste verfügbare Prozessor zum Einsatz. Das merkt man. Beim Wischen durch die Menüs gab es hin und wieder kleine Ruckler. Der interne Speicher fällt mit 51 GB knapp aus. Über einen im Standfuß gut versteckten Schacht lassen sich per MicroSD-Karte aber bis zu 256 GB nachrüsten. Das Yoga Smart App punktet darüber hinaus mit einem dicken Akku. Der hielt im Test über 15 Stunden bei intensiver Nutzung durch. Smart Display und Tablet in einem? Das geht besser, etwa mit dem Amazon Fire HD 10. Googles Lösung hilft immerhin dabei, wichtige Dinge wie den Kalender allzeit im Blick zu behalten. Fürs richtige Feeling im Smart Home investieren Nutzer aber lieber in einen echten smarten Lautsprecher. Besonders größere Modelle klingen besser. Als Tablet punktet das Yoga Smart App vor allem mit der guten Akkulaufzeit und der ergonomischen Form.